Der demografische Wandel macht auch vor der Metropolregion Rhein-Neckar keinen Halt. Die Veränderung der Altersstruktur bringt Chancen und Herausforderungen für die Region mit sich. Wir führten anlässlich der Demografiewoche der Metropolregion Rhein-Neckar Interviews mit Verbandsdirektor Ralf Schlusche und Nadine Petri von der Geschäftsstelle Regionalstrategie Demografischer Wandel des Metropolregion Rhein-Neckar-Verbandes. Guten Tag, liebe User. Wir sind hier heute Morgen bei der Metropolregion Rhein-Neckar beim Verband und vor unserer Kamera steht Herr Schlusche. Er ist Verbandsdirektor und gleichzeitig auch mit maßgeblich verantwortlich für die Demografiewoche. Unter diesem Begriff laufen viele Aktionen, aber schon die ganze Zeit. Es beschränkt sich also nicht auf eine Woche bezüglich dem demografischen Wandel. Und darauf muss natürlich eine Region wie die Metropolregion Rhein-Neckar, die wirtschaftlich sehr stark ist, darauf reagieren, dass also auch Nachwuchskräfte da sind, dass man vielleicht Synergien aus einer anderen Gesellschaft auch noch herauszieht. Herr Schlusche, zunächst mal, wie wichtig ist die Demografiewoche aus Ihrer Sicht? Zunächst einmal ist das Thema Demografie sehr wichtig, das haben Sie eingangs ja gesagt, der demografische Wandel ist da, vielleicht kommt er auf leisen Sohlen, aber er ist auch in der Metropolregion spürbar. Von daher haben wir schon immer das Thema angegangen und bearbeitet und in dem Jahr ganz besonders, nämlich mit einer Demografiewoche und einem Demografiekongress. Und die Veranstaltungen, vor allem die Woche, soll halt in der ganzen Region dieses Thema einfach noch mehr auf die Agenda bringen, soll zeigen, was die Region alles schon kann in der Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels, soll Plattform und Marktplatz sein, auch für andere, um sich etwas abzuschauen. Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Und ich glaube, wir haben ein hervorragendes Format gefunden mit der Demografiewoche, in der die Region eben beides kann, zeigen, was sie kann und untereinander sich austauschen. Es gibt ja schon seit Monaten ständig Veranstaltungen, es beteiligen sich Kommunen, es beteiligen sich Wirtschaftsverbände, es beteiligen sich auch private Institutionen. Wie läuft es bereits? Was können Sie dazu schon sagen? Also Zwischenfazit, es hätte fast nicht besser laufen können. Wir haben über 430 Veranstaltungen in dieser Demografiewoche. Wir haben, Sie sagten es ja schon, auch im Vorfeld und im Nachklapp schon einige Veranstaltungen. Wir haben schon eine sehr gute Anmeldelage für den Kongress. Könnte noch besser werden, die Leute können sich noch anmelden. Also wir sind wirklich sehr zufrieden und müssen feststellen, das hat wunderbar funktioniert. Aber ich muss sagen, ich habe von einer so innovativen Region wie der unseren eigentlich auch nichts anderes erwartet. Klar, die Region hier wird auch weit über die Grenzen hinaus gelobt. Man schaut immer ein wenig auf die Metropolregion, ob das im Sport ist, ob das in Kultur ist, ob das natürlich in der Wirtschaft ist. Die Region ist wirklich sehr gut aufgestellt und es machen auch tatsächlich alle mit. Jetzt die Demografiewoche. Was kann man dazu sagen? Es gibt eine Woche lang speziell, wo man dieses Thema dann fokussiert mit Veranstaltungen. Vielleicht erläutern Sie das, vielleicht kann auch unseren Usern, was sich unter dem Begriff der Woche verbirgt. Ja, sehr gerne, weil die Woche wird ja eigentlich auch veranstaltet für die User, für die Bevölkerung hier in der Metropolregion. Wie gesagt, wir haben 430 Veranstaltungen in einer Woche. Es gibt ein hervorragendes Programm, das kann man gedruckt beziehen, man kann es aber auch im Internet nachschlagen. Sie haben Programm angesprochen, über 400 Veranstaltungen, die da stattfinden. Wo kann man das Programm nachlesen, sprich vielleicht auch speziell im Internet, weil da, denke ich, hat man am schnellsten immer überall Zugriff. Ja, Sie kommen über unsere Homepage auf das Programm, dort ist es hinterlegt. Es gibt auch einen eigenen Zugang dazu und ich glaube, den blenden wir am besten am Schluss des Interviews ein, sodass das jeder mitschreiben kann. Gut, Herr Schlusche, vielen Dank für dieses Statement und sehr viel Erfolg bei diesem gesamten Thema demografischer Wandel. Dankeschön. Frau Petri, es gibt ja speziell so ein kleines Event, sage ich jetzt mal, und zwar in Ludwigshafen am 18. Oktober findet der Demografie-Kongress statt.
Was kann man dazu sagen? Was erwartet zum Beispiel die Besucher, die dann dorthin kommen? Also der Demografiekongress ist sozusagen unsere Veranstaltung, die wir von der Regionalstrategie Demografischer Wandel für die Demografiewoche veranstalten, sozusagen als Abschluss und Höhepunkt dieser Aktionswoche im Oktober. Und der Kongress richtet sich eigentlich in erster Linie wirklich an die Praktiker und Umsetzer aus Unternehmen, aus Kommunen, aus Institutionen und sozialen Einrichtungen, die dort während dem Kongress ganz praktische Ideen und Konzepte vermittelt bekommen sollen, die man dann in dem eigenen Unternehmen, in der eigenen Kommune direkt auch umsetzen kann. Dürfen auch Besucher kommen? Die Öffentlichkeit ist ja auch dazu eingeladen. Ja, also es richtet sich natürlich auch an entsprechend interessierte Besucher aus der Region, die sich einfach für das Thema interessieren, die mehr zu dem Thema erfahren wollen. Die haben natürlich auch die Möglichkeit, sich anzumelden für den Kongress und den Kongress ganz normal als Teilnehmer zu besuchen. Da würden wir uns natürlich auch über die entsprechenden Besucher aus der Region natürlich auch freuen. Wie viele haben sich bis jetzt angemeldet? Wie viele sind mittlerweile dabei bei diesem Kongress? Also wir haben mittlerweile gut über 200 Anmeldungen vorliegen für den Kongress. Es ist ein sehr bunt gemischtes Teilnehmerfeld. Wir haben viele Vertreter aus Unternehmen, aus Kommunen, aus Institutionen, aus übergeordneten Einrichtungen, die sich zum Kongress angemeldet haben. Teilweise auch schon einige interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an dem Thema Interesse haben. Und wir, ja, rufen natürlich auch weiterhin dazu auf, sich noch anzumelden. Man kann das noch bis zum 1. Oktober tun und sich da für den Kongress eigentlich dann zu registrieren. Gibt es einen Schwerpunkt oder kristallisiert sich überhaupt beim Thema Demografie einen Schwerpunkt raus, vielleicht auch jetzt bezogen auf den Kongress? Ja, also wir haben den Kongress in verschiedene Themen eingeteilt. Es gibt einmal das Thema Personalmanagement, wir haben das Thema Beschäftigungsfähigkeit im demografischen Wandel, also alles, was unter dem Bereich lebenslänglich Lernen fällt, Mitarbeiterbindung, Qualifizierung von Fach- und Führungskräften, Vereinbarkeit, Beruf und Familie fällt so unter diesen beiden Themenblöcken zusammen. Dann haben wir das Thema Märkte im demografischen Wandel, also neue Märkte für die ältere Generation zum Beispiel, innovative Produkte, die vorgestellt werden können. Und wir haben das Thema Lebensraum im demografischen Wandel, wo es um die Wohn- und Wohnumfeldgestaltung geht, in Kommunen, in Einrichtungen. Das sind so sozusagen die vier Hauptschwerpunkte, mit denen sich der Kongress befasst. Ein hochspannendes Thema, gerade wenn man sich jetzt damit befasst, wenn Sie da alles aufzählen, was eigentlich alles darunter fällt. Können Sie schon vielleicht auch ein Zwischenfazit schon ziehen, wenn Sie sich mit der Arbeit so intensiv auseinandersetzen oder vielleicht auch einen Weitblick geben, wo geht der Weg hin? Also wir haben einfach festgestellt, dass sich durch die Vorbereitung dieser beiden Veranstaltungen in den letzten Wochen und Monaten eine sehr starke Eigendynamik auch entwickelt hat. Also das Thema wird immer präsenter in der Region. Es gibt ganz viele Verantwortliche und Akteure in der Region, die sich aufgrund dieser beiden Veranstaltungen, die wir organisieren, mit dem Thema beschäftigen. Ich muss auch sagen, dass wir nicht mit so vielen Teilnehmern auch für die Demografiewoche gerechnet haben. Also das hat in den letzten Wochen und Monaten eine sehr starke Eigendynamik entwickelt, über die wir eigentlich auch sehr froh sind, was eigentlich auch so das Ziel dieser beiden Veranstaltungen auch war. Und wir hoffen uns natürlich auch, dadurch auch langfristige Effekte zu erzielen. Also gerade der Kongress soll natürlich auch dazu beitragen, dass sich auch die Akteure, die zum Kongress kommen, sich auch finden können, sich austauschen können, wo man wirklich auch zusammenkommen kann, um ganz konkrete Ideen oder Projekte auch anzuregen und anzustoßen, die natürlich in der Region auch einen entsprechenden langfristigen Effekt auch erzielen sollen. Abschließend vielleicht die Frage, Demografie betrifft ja die gesamte Gesellschaft. Es betrifft vor allen Dingen auch jung und alt. Wir sprechen immer von einer überalterten Gesellschaft. Was ist mehr eingebunden oder was regt mehr Interesse? Das Ältere oder das Jüngere? Also sprich, Kindergärten, inwieweit sind die da interessiert an dem Ganzen? Oder halt eben, wenn man es ganz am Ende sieht, die Altersheime?
Also es ist natürlich wichtig zu sagen, dass der demografische Wandel wirklich ein Prozess ist, der sich über alle Generationen ausstreckt. Also viele, die an den demografischen Wandel denken, haben natürlich in erster Linie im Kopf, es betrifft die ältere Generation, weil die einfach in den nächsten Jahren immer weiter anwachsen wird. Und es bezieht sich dann natürlich in erster Linie auf die Altersheime oder auch die Pflegesituation der älteren Menschen. Aber von diesem Wandel sind natürlich auch gerade die jüngeren Generationen und auch die mittleren Generationen sehr stark betroffen, wenn es um das Thema geht, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege, ist natürlich die mittlere Bevölkerungsschicht sehr stark von betroffen oder auch gerade die jüngere Generation, wenn es um die das Finden von Ausbildungsplätzen und so weiter geht. Also es ist wirklich ein Thema, was alle Generationen, alle Schichten wirklich gleichermaßen betrifft, natürlich in unterschiedlichen Schwerpunkten, unterschiedlichen Aspekten, aber man kann es nicht immer nur ganz speziell auf die ältere Generation beziehen. Wann öffnen die Türen in Ludwigshafen und wo am 18. Oktober? Das ist im Pfalzbau in Ludwigshafen und wir beginnen mit dem Einlass um 8 Uhr und der Kongress startet dann um 9 Uhr im Konzertsaal im Pfalzbau. Vielen Dank für dieses Statement. Viel Erfolg diesem durchaus sehr wichtigen Thema. Dankeschön.